Boah, Alter, ich hab richtig Bock auf eine Runde zocken, Mann. Let's go, Alter. Komm schon. Ich mach euch alle so fertig jetzt, Mann. Ohne Scheiß, ich mach euch so fertig jetzt. Komm her. Ey, warum laggt es so? Hä? Was ist mit meinem Internet los? Das laggt übel. Yo, wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich hab ich Was hab ich für einen Ping gerade? Ja, ey! Alter, es laggt in jedem Gunfight an meiner Coil. Hä? Den hol ich nicht, aber. Na, ey! Der hätte mich nie gesehen, wenn ich eine gute Leitung hätte. Was ist denn mit der Connection gerade los, Mann? Hä? Es laggt in jeder Situation, Mann. Ich bin halt so der Typ Spieler, ich kann nie was für meinen Ton. Es liegt immer in der Verbindung. Und nie einen Fehler gemacht beim Zocken. Das kann nicht sein, ey. Mit einer guten Connection hätte ich den noch getroffen, Mann. Hä? Das kann's doch nicht sein. Ach, jetzt weiß ich, was ich die ganze Zeit falsch mache. Jetzt fällt's mir doch wie Schuppen von den Augen. Ich hätte einfach die ganze Zeit bei schlechtem Internet mit meinem Nighthawk-Router zocken müssen, Leute. Jetzt check ich, was ich falsch gemacht habe. Okay, Leute, ich werde jetzt mal ganz schnell anschließen und dann schauen wir doch mal, was sich dadurch verändert hat. Oh, geil. Damit wird jetzt gezockt, Alter. Optimize your gaming performance, Digga. Boah, wie geil der aber auch wirklich aussieht, ohne Scheiß. Mit dem Ding muss es doch jetzt eigentlich klappen. Das kann ja wohl nicht sein. So. Wow. Boah, wie der aussieht, wie ein Raumschiff. So. Oh, Digga, das sieht zu krass aus. Das beste Gefühl der Welt. Kennt ihr das, Leute? Kennt ihr das? Moment. Okay, ich werde diesen Bad Boy jetzt anschließen und dann schauen wir doch mal, ob es damit besser läuft. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten, Mann. Niemand. Was willst du machen? Guck, wie ich geschluckt habe. Ich habe die Kugeln einfach weggemampft. Ja, der Sniper, das zählt nicht. Let's go. Boom. Ja, was willst du machen, hä? Was willst du machen? I've got the power. I've got the Leitung. Komm schon, was wollt ihr tun? Was wollt ihr machen? Ich mein's ernst, was wollt ihr machen? No chance, Digga, no chance. Ja, hier oben campt jemand rum. Was wollt ihr gegen meine Connection machen, hä? Whoop, whoop, whoop. Na komm, Bruder, komm. Huch. Noch einer? Ah, schade, der war schon weg, sonst hätte ich ihn mir geholt. Let's go, Baby, komm. Ha, ihr könnt mich nicht mehr töten, es geht nicht mehr, Jungs. Was ist denn hier los? Gute Nacht, Alter. Keine Chance. Let's go, Mann. Come on. So, Leute, jetzt mal Spaß beiseite. Ich zeige euch jetzt, was das Teil wirklich drauf hat. So, Leute, ich habe das ganze Ding jetzt gesetupt. Ihr seht auch schon hier das Menü Netgear XR500 Gaming Router, Leute. Jetzt fängt das Video ein bisschen Real Talk an und gleich natürlich auch trotzdem noch, obwohl es gerade ein bisschen witzig war, trotzdem noch ein bisschen Gameplay natürlich und dann noch ein bisschen wirklich darüber sprechen. Ja, ich bin gerade hier Internet Detect das ganze Ding einstellen. Es ist automatisch einfach auf die Seite gegangen. Es ist echt mega chillig. Ich glaube, besser geht's nicht. Internetgeschwindigkeit prüfen. Dann schauen wir doch mal, was wir hier so alles haben. We are checking your Internet speed to optimize your router's performance. Na, das klingt auch gut. Oh, ist das sexy, Leute. Ihre Bandbreite herunterladen. 500k hochladen, 200k. Das ist gut. Weiter. Also letztendlich und grundsätzlich kann ich sagen, der Netgear Nighthawk funktioniert einfach so. Also ich erkläre jetzt mal überhaupt, was das Video hier soll. Also, der Nighthawk funktioniert folgendermaßen. Das ist ein Gaming-Router, der dafür da ist, dass man zu Hause sozusagen priorisieren kann. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr nicht so eine gute Leitung habt, immer einen hohen Ping. Wenn eure Mutter zum Beispiel eine Serie schaut oder eure Schwester oder euer Bruder oder euer Vater, irgendwer schaut eine Serie und ihr habt nichts zum Zocken, aber Zocken erfordert ja eigentlich gar nicht so eine hohe Bandbreite, sondern eher einen guten Ping. Und damit dieser Ping gesichert ist, kannst du hier quasi Prioritäten einstellen. Das heißt, du kannst zum Beispiel deine Konsole als Priorität einstellen und der Router gibt deiner Konsole dann die bessere Verbindung. Das ist eigentlich wirklich ein krass geiles System, muss man sagen. Weil dadurch hast du halt keine Lags mehr, die durch irgendwelche Einbrüche deiner Connection, ja, verursacht werden. Ich lese so oft, wenn ich streame zum Beispiel, ja, ich habe nur eine 3K und meine Mom schaut gerade Serien, ich habe einfach so harte Lags und das Ding wird es einfach nicht mehr passieren. Achso, im Übrigen, diese Ansicht hier ist einfach gerade einfach easy in meinem Browser drin. Also nicht irgendwie, dass ihr jetzt denkt, das ist gerade, keine Ahnung, irgendwie so ein Special-Programm. Das ist einfach in meinem Browser. Das ist einfach dann routerlogin.net. Hat sich von alleine geöffnet, um das ganze Setup hier zu starten. Okay, Leute, hier ist diese Device Prioritization. Also, you have successfully completed installation. Ich finde, das sieht schon mal so geil aus. Kennt ihr das aus anderen
routern, wie scheiße dieses Menü aussieht. Na gut, und jetzt machen wir Folgendes, Leute. Wir machen auch nochmal einen Speedtest, damit ihr wisst, ich bin wirklich über das Ding im Internet. Okay, let's get it. Ich musste kurz ein bisschen was verschieben, damit man die IP nicht sieht. Oh, meine Leitung ist so köstlich schmöchtlich damit, Digga. 2er Ping, 520k auf nass, Digga. Okay, ich würde sagen, das passt schon mal. Euch das mal an, Leute. Das ist einfach der Bandbreitenmonitor. Das heißt, man sieht, was hier gerade was verbraucht. Alter, das ist ja zu krass, Mann. Ihr seht jetzt hier 0,1 verbrauchen wir gerade. Wir verbrauchen nichts. Warte, wir starten mal kurz einen Download. Wir gehen mal kurz auf Twitch, Leute. Und lassen im Hintergrund mal einen Stream laufen. Hier von Reapers zum Beispiel. So, wir lassen jetzt im Hintergrund den Stream laufen ohne Ton. Und schon sehen wir, zack, geht das Ganze hier hoch und hat 20 Megabyte verbraucht gerade. Alter, das ist ja voll geil, Mann. Das ist ja mal übelst geil. Im Übrigen, die Duma OS, das ist von diesem NetDuma, wer das von früher noch kennt, das haben immer die Pros benutzt, diesen Router, um zu zocken. Und das haben die quasi vom Nighthawk jetzt integriert. Die haben quasi zusammengearbeitet, um diesen Nonplus Ultra Gaming Router zu erfinden. Das ist so interessant. Guck mal, man sieht hier immer, wie es immer mal downlädt, buffert, runterlädt, dann geht es wieder runter. Einfach, weil der Stream im Hintergrund läuft. Das ist echt mega krass interessant. Und Reapers holt hier einen schönen Kill. Alter, das ist echt nice. Ich mach gerade mal einen Speedtest an der Konsole. Boah, Alter, wie viel kommt da durch? Holy, was? Das hatte ich noch nie. Ohne Scheiß, das hatte ich noch nie. Und jetzt habe ich auch gerade was gesehen hier auf dem Screen. Und zwar ist jetzt hier die PlayStation eingeschaltet worden. Seht ihr das da? In der dritten Zeile. Oha, okay. Jetzt will ich mal wissen, wie das aussieht beim Zocken. Okay, lass uns jetzt mal was ausprobieren hier. Und zwar können wir die PlayStation hier priorisieren. So, zum Beispiel PlayStation. Und ich will jetzt, mal angenommen, ihr habt eine schlechtere Leitung. Und ihr wollt für die PlayStation aber irgendwie was saven, dann macht ihr zum Beispiel, sagen wir, ihr habt eine 16K. So, und ihr wollt aber mindestens 5K für die PlayStation saven. Und da würdet ihr jetzt so einstellen, steht da hier Set Bandbreite. Und dann drückt ihr auf Save und dann habt ihr diese Bandbreite safe. Aber ich kann jetzt zum Beispiel die vollen 500.000 für die PlayStation safe. Mein PC wird absolut schmelzen, deswegen. Wisst ihr was, ich probiere es einfach mal aus, Just for Fun. Safe. Mein Router kann nur noch bis zu 2 MB benutzen, weil ich das eingestellt habe. So Leute, jetzt machen wir mal die 500k PlayStation. Oh, was? Das ist locker das Maximum, was an einer PlayStation überhaupt ankommen kann. Holy moly. Alter, du krass gerade. Okay, es funktioniert also wirklich. Ihr habt es ja gesehen, es war fast das Doppelte von davor. Jetzt mal natürlich no joke, Leute. Ich glaube, so viel Bandbreite beim Zocken ist komplett lächerlich. Also man braucht keine 500.000, aber man kann sich zumindest ein paar MB saven, falls zu Hause irgendwie was nicht funktioniert. Und das ist ja wohl mal eine krasse Funktion. Das Ding hat auch noch nebenbei krasses WLAN und so. Alter, ich werde den Save auch aufgebaut lassen. Das ist ja zu heftig, Leute. Das ist ja hammerhart. Also das ist ja wirklich hammerhart. Okay, Leute, einfach mal die 500k-Leitung beim Zocken. Die 500k. Juckt uns persönlich gerade gar nicht, oder? Juckt uns das? Aber wie gesagt, es wird es wahrscheinlich für mich nicht den allergrößten Unterschied machen, weil ich einfach schon so eine gute Leitung gewohnt bin. Aber das Ding empfehle ich jetzt mal wirklich direkt. Ich hätte vorher nicht gedacht, dass es mich so umhauen wird. Das Ding empfehle ich jetzt mal direkt an Leute mit einer schlechten Leitung. Dass ihr zumindest euch da ein bisschen was saven könnt. Alter, das fühlt sich so mächtig an, Leute. Ohne Scheiß, das ist so mächtig. Natürlich ist der Router in der Videobeschreibung verlinkt und ihr könnt euch dort nochmal alle Vorteile reinziehen, die das Ding hat. Was ich gerade noch gelesen hatte, war, dass das Ding auch noch einen DDoS-Schutz hat. Das heißt, in der COD-Szene gab es nämlich damals das Problem des sogenannten DDoS, das heißt, Leute haben andere Leute offline gehauen und das ist natürlich der ekligste Move der Welt und das geht halt nicht mehr, weil eben die NetDuma-Eigenschaften von früher eingebaut wurden in diesen Nighthawk und dieser Nighthawk ist wirklich der Nonplus Ultra Gaming Router, Freunde. Also, safe call, let's go. Ich habe aufgehört, ihn zu schießen, das war's. Ich dachte, die 500k macht das schon so, da muss ich mich nicht viel drum kümmern. Alter Lachs, Leute. Also ich mache euch jetzt hier keine, wie gesagt, keine falschen Versprechungen und sage jetzt zum Beispiel, bei mir wird das jetzt noch was bringen, weil bei mir bringt es nichts. Weil bei mir wird es sich vielleicht ein bisschen auswirken, wenn irgendwie ein Download läuft, aber an sich habe ich halt schon eine krasse Leitung. Aber es hat eben nicht jeder und das ist sozusagen das, an sich dieser Nighthawk sich richtet. An die Leute, die nicht so eine gute Leitung haben, die echt darauf achten müssen, dass sie da irgendwie... Wow, warte mal. Haha. Die echt darauf achten müssen, dass sie da vernünftig zocken können. Und wie gesagt, das Ding ist halt dafür der absolute Wahnsinn. Also checkt nochmal die Videobeschreibung ab. Gönnt euch einfach mal kurz die ersten Eindrücke auf der Website. Und ja, Leute, ich würde sagen, ich bin dann auch mal erstmal raus für heute. Das war einfach
ein richtig geiles Video, Mann. Ich glaube, das war eines der coolsten Werbevideos, die ich jemals gemacht habe. Checkt auf jeden Fall, wie gesagt, den Link in der Beschreibung. Lasst dem Video gerne ein Like da. Ich würde mich darüber sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.